herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit David, Dad und Julian. Hallo. Wobei Dad nur im Skype-Call ist. Ja, ich schreie ein bisschen rum. Warum bist du jetzt eigentlich nicht dabei? Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ihr seid mich nur am Ärgern. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel musst du jetzt die scheiß Werkbänke abbauen und die so. Die du vorher platziert hast. Julian, wo bin ich gerade? Unter der Stadt? Wo? Ich hab keine Ahnung, ich bin gerade bei Ding ins Haus und will da rumjumpen. Ja, ich will nämlich den Gang hier in mein Haus bauen. Was? Willst du? Was? Scheiße, ich komm direkt neben dem Portal. Sind das die Portale? Nein! Oh mein Gott. Hä, was ist das? Bin ich dumm? Wie hab ich das denn geschafft? Wow! Lol, voll gut, Alter. Was für Details Tim hier eingebaut hat. Der hat hier einfach irgendwo random Leitern platziert. Das sieht voll gut aus. Hat mich gerade gerettet. Was ist das? Was? Ist eine Leiter? Führt die Leiter hin? Fragezeichen. Welche Leiter denn? Die hier? Was heißt die hier? Ich bin nicht in deiner Nähe. Ich bin in Lenders Turm. Ja, ich bin nicht in Lenders Turm. Und hier ist Obsidian drum. Warum ist hier Obsidian drum? Warum hast du deine Leiter mit Obsidian? Ach so. Ja, das in der Schlucht ist auch überall Obsidian. Keine Ahnung, was Leute machen würde. Hab ich auch letztens gefunden. Wo ist denn jetzt der Gang? Ja, ja, ich mach Jump'n'Run auf den Häusern. Kannst du bald besser machen. Unter den Häusern. Kannst du gleich sogar. Ja, dann komm mal bitte zum Lager. Nein, ich bin gegen gesprochen. Komm mal bitte dahin, wo ich war eben. Ich mach kurz das Jump'n'Run beim Freizeitpark. Ja, wenn du fertig bist, dann komm mal bitte her. Ja. Wie weit ist mein Brennen eigentlich? Das Burnende. Ich hab eine Höhle gefunden. Boah, wer hat sich da mit Bergwänken hochgebaut? Bergwänken? Ja. Bergwänken. Ja, ist mir klar. Schnitzelfritz war das. Schnitzelfritz? Ja, Schnitzelfritz. Ach, der Schnitzelfritz. Hat David nicht Schnitzelfratz gesagt? Fritz gesagt. Okay. Bist du nicht vorhin beim Jump'n'Run verreckt? Nein, doch nicht bei dem Jump'n'Run. Ach so, das war da auf deinem Turm, stimmt ja. Hä, wo bin ich denn jetzt? Alter, ich baue mich gerade voll unter der Stadt durch und wundere mich. Alter, ich bin gerade richtig scheiße in Jump'n'Run. Alter! Julian, du kennst dich doch in der Stadt aus, ne? Ja. Im Gegensatz zu mir. Dann komm mal bitte. Was, welche Julian denn? Wo, ja, ich weiß ja nicht, wo du bist. Geh einfach da lang, wo ich mich runtergegraben habe. Ja, gleich, warte, ich mach nur kurz das Jump'n'Run, warte, gut? Was hast du eben schon gesagt? Ich hab das Jump'n'Run nicht geschafft! Das liegt daran, dass ich gerade einen Lecker hatte und runtergefallen bin und ein Standbild von 5 Sekunden hatte. Wir verrecken. Wenn ich verrecke, dann werde ich erstmal mit Zeug aufsammeln und nochmal das Jump'n'Run machen. Dann dauert es noch länger. Warum musst du unbedingt das Jump'n'Run machen? Weil ich gerade hier runtergefallen bin und keine Lust mehr habe, mich hochzubauen. Und Lust auf das Jump'n'Run habe. Anstatt so nett zu sein und zu mir kommen. Nö. Ey, ich komm doch gleich. Du musst meine Geduld üben, ey. Ich hab das Jump'n'Run gleich geschafft, keine Sorge. Alter! Wo bin ich denn jetzt gerade? Das ist Julians Name. Julian, bleib mal bitte stehen. Also SJXYZ. Ja, warte. Warte, ich sehe deinen Namen, ich sehe deinen Namen. Genau, dein auch. Warte. Dein Haus ist da, da muss ich. Geh mal bitte in mein Haus, also in den Stall. Bist du im Stall? Nee, noch nicht. Okay. Soll ich links oder rechts fahren? Also ich bin jetzt im Stall. Bleib einfach auf der Ebene, wo der Stall ist. Ja. Okay. Danke, kannst wieder gehen. Aber brauchst du meine Hilfe noch? Okay. Ich habe schon das Jump'n'Run gleich geschafft. Jetzt einfach einen Gang. Ich finde Höhlen, wo hier sogar Eisen in den Wänden. Jump'n'Run geschafft! Ich komme. Du hast gar nicht mitbekommen. Ja, trotzdem. Also ich hoffe, mein Zeug ist gebrannt. Die ist Kohle. Ich hab einen Unsichtbarkeitstrank im Winter. Geil.
Dann habe ich schon die ganze Zeit im Inventar, weil ich ihn nicht einsetze, weil mein Intro voll ist. Julian, du kannst mir doch jetzt helfen. Okay, wo, was soll ich machen? Stell dich in meine, in die Pferdestelle. Okay, wo bist du denn? Ah, da bist du. Ja, lol. Stell dich doch einfach in die Pferdestelle. Alter, du bist schon. Sind die schon vorbei? Du bist schon. Ist fast vorbei. Du bist beim letzten Block. Ne, beim vorletzten Block. Hier. Will ich mir runtergraben und dann eine Leiter. Warte. Hier könntest du eine Leiter hin machen. Warte. Grab dich mal runter. Hallo! Ich will das noch ändern. Danke. Hier könntest du eine Leiter hin machen, theoretisch. Das wäre dann halt in einer der Boxen, die sie. Nein, nicht, geh weg. Zu Leitern? Ja, danke! Hier ist das. Nee, da, ich weiß, wo ich die Leiter machen will. Was hast denn du hier gegraben? Fuck. Er hat mich hier gegraben. Hä, wo kommen wir wieder hoch? Hä, ich dachte, das wäre eine Treppe. Hä? Wo kommt man denn hier weiter? Bilder. Hier hast du drei weggegraben. Ach, hä? Hier hast du dich lang gegraben, lol. Bitte, ich hab... Julian, komm mal bitte unter, lauf mal, versuch mal unter meinem Block zu laufen. Warte, gleich, warte. Jetzt kurz den Ton aus dem Ofen holen. Ziegel. Für was denn für ein Ton? Nussi. Julian, ich komm hier sonst nicht weg. Ja! Wohin soll ich? Da, wo du eben wollt. Also unten den Gang, unten. Den Gang. Jetzt muss ich wieder runter. Oh. Da. Hä, siehst du nicht den Koppel, wo du dich hochgegraben hast? Ja, ich habe mich woanders lang gegraben. Ach, Davidorf. Warum shiftest du jetzt? Ich shift überhaupt nicht. Jetzt, ich habe deinen Namen gerade nicht gesehen. Hey, wo bist du denn jetzt? Hä? Tief gegraben, habe ich recht. Du bist zu tief und viel zu weit links. Nein, ich habe mich woanders lang runtergegraben. Ist echt so, warum bist du nicht rechts? Ha. Boah. Ja, Chicken Burger hat geschrieben, ob die Aufnahme noch läuft. Sag dem mal, ja. Ja, noch. Warte. Mach doch noch eine Folge danach, wenn der noch kommt. Komm, noch eine. Komm. Nee. Boah, Junge, warum nicht? Weil wir morgen noch aufnehmen. Boah, halt's Maul. Ja, warum haust du die ganze Zeit ab? Ich weiß gar nicht, wo... Was willst du denn jetzt wissen von mir? Ah, okay, schon okay. Ich check nicht, was du wissen willst. Schon okay. Dann werde ich mich jetzt da oben erstmal lang machen. Oh, da ist Julian! Ja. Ja, was machst du überhaupt, Julian? Ich baue hier ein bisschen links ab. Scheiß wo. Ich werde auch noch ein neues Haus bauen. 57. Am morgen suchen wir Villager, oder? Weiß ich noch nicht. Ja, ich nicht. Ich bin auf jeden Fall. Was? Nichts. Soll ich. Lernen? Ich weiß nicht, soll ich bei der Kirche alles zu Treppen machen? Also den Rest auch so spitz oder was? Nein, sonst wird es fast so hoch wie die Türme. Mal gucken. Guck einfach. Bau noch ein paar rein und dann mach's flach. Okay. Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt habe ich einen Gang. So, der Grund ist der abgebaut. Jetzt habe ich einen Gang zu Lager. Cool. Yay. Yeah. Ich muss nur mit Leiter rausschmissen. Oder ich springe die ganze Zeit. Würde sich der rein theoretisch lohnen, Villager-Zombies wieder zurückzuwandeln? Ja, aber dazu brauchst du irgendwelche, ich glaube, Heiltränke oder sowas. Braucht Heiltränke, goldene Apfel oder sowas? Ich glaube, OP-Apfel. OP-Apfel haben wir. Hallo. Hallo. Wieder bis morgen, hat der den mir geschrieben. Dann werde ich jetzt erstmal hier die ganzen Treppen verbauen. So. Nein. Doch. Und wie viele Hühner sind es jetzt schon? 5.
Immer noch 5? Alter, wie viele Schafe? Du, das könnten ruhig mehr sein. How much sheep? Ich mach die mal, ich vermehr die mal, ne? Oh. Sheep. Du kannst doch fast durchgängig Wolle ernten, oder? Ja, Scheren. Sind noch zu wenige, finde ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Wieso brennt mein Haus, das Haus immer ab? Welches? Das von dem, von der Stadtfarm. Also wo die Schafe und Kühe. Ist abgebrannt? Da sind Wände immer weg. Keine Ahnung. Julian, wo findest du, siehst du denn die vielen Schafe? Hast du eigentlich noch Schafe, Julian? Ich? Ja, klar. Ja. Die habe ich auch vermehrt. Meine? Vermehren. Doch, kann er auch vermehren. Eigentlich die von der Stadt. Ja, aber wir haben genug Wild. Die da hinten, die sind bei dir sogar noch näher. Guck mal. Ja, Julian. Meine kann er gerne auch vermehren, wenn er möchte, weil ich brauche Schafe auch. Du hast schon genug, weißt du, wie voll das da ist? Hä? Ich hab 4 oder 5. Nein, du hast jetzt Tausende. Ehrlich jetzt? Ich hab da lange nicht mehr vorbeigeschaut. Wie viel hast du vermehrt? Sehr viel. Okay, da muss ich jetzt nicht mehr vermehren. Der hat die übertrieben vermehrt. Hast du auch Schweine und so vermehrt? Nee. Nee, nur Schafe. Der hat die echt übertrieben vermehrt. Dann noch da ist kaum Platz mehr drin. Was? Krass. Ja, die buggen schon da rum. Dann kannst du jetzt die öffentliche Farm machen. Okay, jetzt muss ich. Das ist die letzte Reihe, die hoch ist, weil sonst sind die ist das Dach fast so hoch wie die Türme. Da ist nichts Gutes drin. Ja, ich hab da nur was reingetan. Ich helf dir, Julian, warte. Fick dich, Julian. Warum? Weil ich dir gerade lang wollte. Boah, Junge! Hacker? Mach das nicht so hoch, das Haus. Das ist jetzt die letzte Etage. Jetzt kommt nur noch das Dach drauf. Nein, jetzt fängt es an zu regnen. Boah, in echt? Nee, also hier in Minecraft. Ich hätte nicht übertrieben viel Holz. Doch, ist es. 1, 2, 3, 4. Verstehst den Sarkasmus daran nicht, ey, oder? Doch. Den Sarkasmus darin habe ich jetzt verstanden. Okay, ich brauche 8. Ich brauche noch 8 Treppen. Also ich brauche noch 12 Ziegel. Das ist machbar. Machbar, Herr Nachbar. Boah, ich habe so eine scheiß Ping. Ah, ist langweilig, wenn ich nicht mit euch skype. Hey, du skypst mit uns. Langweilig bin ich nicht mit euch. Julian, Zuhörer. Entschuldigung, bin ich nicht so gut dran. Hab's gemerkt. Aber das ist es doch, was die Frauen wollen. Zuhörer. Was? Nicht jemand, der gut in Deutsch ist? Leute, das sind 4 kleine Hühnchen, aber die. Nee, 5 kleine Hühnchen, aber die wachsen alle nicht. Die brauchen ihre Zeit, Julian. Die brauchen ein bisschen. Die brauchen ihre Zeit, um sich zu entfalten. Ja, genau. Von dem will ich kein Sohn sein. Von David? Ja. Hätten Davids Kinder, wären so richtige Lappen. Danke. Deine wären so richtige, wenn du überhaupt welche hast. Pedos. Ja, uns? Alle. Dafür sind deine Lappen. Und außerdem, wie wollen meine Kinder Pedos sein, wenn sie Kinder sind? Nee. David sind Lappen und Lennart sind Pedos und zusammen ergibt das. Boah, halt's Maul. Ein Pedolappen. Nee, oh Gott, ich werde dir verrecken. Hey David, ganz ehrlich, warum? Ich wollte den Keller bauen. Brauche ich noch nicht. Kriegst du. Ja, noch nicht. Weißt du, Julian, dafür setzen David und ich wenigstens Kinder in die Welt. Ja. Du findest Kinder ja genauso scheiße wie Alkohol. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Warum sollte das, wird nicht sterilisiert so sein? Weil Kinder auch scheiße sind. Ja, Julian wird sie sterilisieren. Ich hasse Kinder, ne? Ich hasse Kinder! Ja, außer Kinderriegel!
Warum hast du Kinder? Ja, ich hasse Kinder, ich hasse das. Die sind so dumm und so, die werden immer schlimmer. Weil die immer mehr Fernsehen gucken, wenn die klein sind. Scheiß Huren. Das liegt doch an dir, ob du die Fernsehen gucken lässt oder nicht. Nein, aber so sind alle dann, alle gucken Fernsehen. Da kann ich ja nicht sagen, meine Kinder machen das nicht. Meine Kinder machen das nicht. Doch, kannst du zum Beispiel, so. David würde sagen, deswegen werden seine Kinder Lappen. David wird seine Kinder ja auch vergewaltigen, aber seiner will ja, nicht. Würdest du doch machen. Er ist so leer, dafür bist du. Boah, halt's Maul. Her. Nein, die Hexe hat mich vergiftet, diese Bitch. Okay, ich würde sagen, jetzt war's von der Aufnahme der Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David. Ach, danach noch eine, bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns mal eine Bewertung da. Wenn ich ja negativ sagt, warum und tschüss.